Willkommen zurück bei Red Dogs für unser Let's Play Car Mechanic Simulator 2018. Ja, wir sind wieder zurück mit unserer BMW M5. Ja, für den Moment die BMW M5. Die braucht noch viele Sachen. Aber was hat mich auch jetzt ja, intrigiert, das ist die Eckstoßstange. Schaut ihr das an? Ist das normal? Ich glaube nicht, aber okay, gut. Vielleicht ist auch noch ein Teile. Und ja, jetzt, ich habe auch etwas gesehen noch, die letzte Mal. Das war die Servo-Lenkung-Pump. Habe ich auch gesucht über die Tuning-Teile. Und trotzdem, da war eine verfügbar. Und ich habe jetzt das trotzdem gekauft und eingebaut. Weil ja, es sollte auch kommen, oder? So, jetzt weiter geht's mit der Motor aufbaue. So, Zylinderkopf. Ah, da habe ich keine passenden Teil. Okay, was ist das? Zylinderkopfhose. Mal sehen, ob es gibt sowas bei die Tuning-Teil, aber ich glaube nicht. Nee. Da muss man nicht bei die Tuning-Teil das kaufen. Der muss dann leider das bei die Normalparts dann schreibe ich auch V8, was war das? Okay. Ja, und jetzt Zylinderkopfhobe war das. Okay, Zylinderkopfhobe. Okay, aber jetzt V8. Ich muss gucken. Aber V6, V6, V8. Ich glaube, das ist diese, die I-Type und Type B. Ich glaube, es war das. Ich bin auch nicht so ganz sicher. Nein, es war das nicht. Ich habe jetzt wieder zwei Teile gekauft, aber ja, vielleicht irgendwann könnte man das auch benutzen. Aber Sie sehen auch, V8 Typ A, okay. V8 Typ B brauchen wir auch. Typ C, weiß ich nicht, kaufe ich auch gerade mit. Vielleicht brauche ich das auch irgendwann. Aber jetzt, okay. Zylinderkopf. Ich bin auch mal gespannt, was für Leistung bekommen wir mit dem neuen Motor. Okay. Ah, da ist noch eine Schraube. Okay. Und jetzt kommt die Sundspüle. Aber ich habe noch die Sundspül Tuning, jawohl. Rot bitte, ja, so wie der Motor. So wie der Motor Block, könnte man so sagen. Zylinderkopf Sundspül, jawohl, Einzelfunke. Oh, Entschuldigung. Ja, bei mir läuft auch die ganze Ventilator. Weil das ist auch viel, 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 viel zu warm in die Wohnung. Das könnte ich auch. Oh, okay. Was brauche ich? Ein Sundspülabdeckung V8. Okay, aber das kommt auch nicht bei den Tuning-Teilen. Das weiß ich. Weil mittlerweile, ich kenne mich auch nicht so großartig dran, aber ich glaube, dass mittlerweile ich habe auch Überblick über die Teile, die verfügbar sind für die Tuning und was ist auch nicht verfügbar. Okay, hier haben wir das fertig. So, jetzt kommt wieder die Zylinderkopf oben, Typ A. Ah, wir sind auch bald fertig mit dem Motor. Ja, das war eine große Renovierung mit dem Motor. Das muss ich zugeben. Das ist auch jetzt die dritte Folge. Es tut mir leid, aber wenn man auch einen neuen Motor bauen möchte, ja, dann muss man auch Zeit investieren.
Zeit und Geld. Aber jetzt habe ich noch. Ja, ich habe noch welche. Und sowieso, ich glaube auch, dass mit die BMW M5, da mache ich noch einen großen Gewinn. Ich hoffe mal. Irgendwann kommt auch wieder das Auto für vielleicht für jemanden. Werden mal sehen. Sowieso, ich habe so viele Mods. Ich habe euch gesagt, ich habe fast 2 GB, 2 GB mit Mods. Und das sind auch nicht alle Auto gewesen bei mir. Also Sie werden sehen, da ich habe noch Aston Martin. Die McLaren 720p ist noch dabei. Okay, was war das? Eine Drosselklappe. Vielleicht kriegt man die Drosselklappe bei die Tuning-Teile. Ich weiß nicht. Muss mal gucken. So, Drosselklappe. Dann muss ich auch gerade gucken. V8 war das. DR. Ah, Drosselklappe V8. Aber ist das diese? Nein, das war diese wahrscheinlich. Ja, egal. Kupplungsscheibe, Drückblatt. Ich weiß nicht, ob ich habe noch eine gekauft, aber. Ja. Die Tuning Drosselklappe ist da. Ja. Irgendwie. Ich will auch den Motor mit voller Leistung bekommen. Okay, dann jetzt kommen die Schwunggerade. Aber Schwunggerade normal habe ich noch den Tuning-Schwunggerade. Ja, ich habe nur eine. Okay. Machen wir dran. Dann kommt noch jetzt die Kupplungsscheibe. Kupplungsscheibe habe ich noch eine im Tuning. Oder wenn ich habe Erinnerung. Für den Moment sieht nicht gut aus. Ich habe so viel normal. Ah, doch, eine Kupplungsscheibe-Tuning. Ja, okay. Jetzt kommt die Kupplungsdrückblatt und da muss ich auch wieder alles durchscrollen. Ah, ich habe noch mehrere. Das wusste ich auch nicht. Okay, aber jetzt der Motor ist fertig. Jetzt der Motor ist fertig und super. Normalerweise ich kann noch dran gehen, aber ich guck mal Montage von Teile. Nein. Der Motor ist fertig jetzt. Super. Schöne V8 Motor mit Kompressor. Da muss auch die Leistung kommen, oder? Für die M5. Okay, gut. Jetzt, ja, was ich wollte, die Motorkran. Weil wir setzen wieder die Motor. Gerät bewege. Zum erste Bemühen, ja. Und dann muss ich das Motor hier entfernen. Weil sonst bekommen wir auch nicht die Motor. Entfernen den Motor, jawohl. Und dann Motorkrane montiere. Dann ich schaue mit euch auch jetzt, wir können sehen, Ölschraube, okay. Ölschraube. Ja. Alles tipptopp. Okay, jetzt das Baby Herz ist da. Ja, ich sage jetzt Baby, weil das ist trotzdem ein Baby für mich. Ich habe ihn auch gebaut von alles von null bis Schluss. So, jetzt wir dürfen das auch jetzt wieder gucken, aber jetzt, ja, ich werde sagen, machen wir weiter mit die ganze Fahrwerk, Getriebe. Ja, das ist noch viel zu machen. Ne? Das ist auch nicht die Sache, dass auf einmal ist alles abgeschlossen. Machen wir erstmal die Stoßdämpfer. Ah, ich kann das noch nicht mal wegmachen. Erstmal die Koppelstangen.
Koppel Strong sind sehr wichtig. Stoßdämpfer. Hoppla. Dann die Achsschenkel, jawohl. Dann jetzt, ah ja. Jetzt ich muss auch noch die ganze Gummilagerbuchs wegmachen. Und dann ist auch diese Seite freigestellt. Okay, die Stabilisator, ja. Ich kann das noch nicht mehr wegmachen. Ja, ich hoffe, Sie haben noch weiter Lust mit mir, mit diesem Projekt zu verfolgen. Aber ich habe voll, ja, das Lust dabei. Okay. Aufhängung auf einer Seite ist weg. Okay, gut, wir gehen zurück, Ihre. Erstmal die Koppelstange. Und die Stoßdämpfer VA. Okay. Die Achsschenkel kommt noch nicht weg. Ja, weil das fällt noch die Spurstandköpfe. Dann die Achsschenkel, jawohl. Jetzt kommen die Stabilisator. Könnt mal wegmachen. Die Spurstange. Nein, nicht die Motorblock. Ich hoffe, dass ich aber nicht etwas weggemacht von die Motorblock. Aber ich glaube nicht. Es war ein kurz Überlegung von mir, aber ich glaube nicht. Gummilagerbuchs, jawohl. Vorderachsträger, jawohl. So, tipptopp. Die Fahrwerk ist abgebaut und die ja, für die Frontantrieb oder ja, das ist auch keine Frontantrieb, diese Wagen, ne? Ich glaube, das ist eine hintere Achsantriebe. Ja, sowieso BMW Power, ne? Da könnte man auch nicht etwas Falsches sagen darüber, über diese Autos. Die sind wirklich tipptopp, diese BMW M5. Ich bin nur mit meinem damaligen Chef in einem Alpina so unterwegs, war ich dabei, und ich muss sagen, dass die Alpina war auch sowieso, die war auch gemacht über die M5, und da merkt man auch schon die Unterschiede, ne? Ein M5 mit Alpina, ja gut, ich weiß nicht ganz genau mit Alpina, aber ich glaube, das ist auch schon deutlich Verbesserung zu spüren, aber trotzdem auf ein M5 da ist auch nicht so viel zu sprechen, da ist auch keine große Missvertrauen zu haben mit das Auto, weil boah, das geht ab wie eine Rakete, so wie eine Rakete. Und wie gesagt, es ist auch eine Spaßfahrzeug ist das. Weil mein Chef hat das auch nur am Wochenende benutzt, oder wenn der hat frei gehabt, der hat auch diese Alpina, hopp, er fährt weg nach Frankfurt oder so, und ja, da hat er auch viel Spaß gehabt dabei. Aber mittlerweile, so, ich habe auch keinen Kontakt mehr mit ihm, aber er hat sich die letzte Zeit an M6 geleistet, und ja, auch irgendwie ist die Auto sehr schnell als ein Alpina. Aber gut, das war auch die Fazit. Ja, und ich muss auch widersprechen über Fazit vom Fahrzeug. Das kommt jetzt in die nächste Folge nicht so unbedingt. So, jetzt. Das könnte man auch sprechen über Fahrzeug. Ja, ich muss auch wieder nachholen. Weil ich habe auch die letzte Zeit gesagt, ich vergesse alles zu sagen, jetzt über die Auto zu sprechen, und ja, trotzdem, ich will auch weiter das führen, weil das auch interessant, wenn Sie wissen auch über die Daten von das Auto. Aber das machen wir jetzt in die nächste Folge, weil ich schaue mir auch die Zeit mit, und ich will auch nicht eine halbe Stunde Part machen für euch. Es tut mir leid.
Der hat sich auch gewünscht, eine halbe Stunde Fahrt, aber ab und zu mache ich das auch gern, aber heutzutage, ich muss viel aufnehmen wegen Urlaub, Planung und ja, es muss auch für mich viel schneller laufen. Aber kein Problem. Trotzdem, das ist auch nicht, dass ich sage, oh, ich habe kein Interesse, um meine Video zu machen für euch, weil ich war im Urlaub. Nein, überhaupt nicht. Sie werden auch etwas sehen. Und ja, ich bedanke mich noch, dass ihr seid auch treu Abonnent mit mir. Und sowieso, ich habe auch jetzt gesagt, ich fahre im Urlaub. Leider werde ich auch nicht so schnell antworten über die ganzen Kommentare. Weil ja, ich bin auch weg. Ich bin auch weg. Okay, jetzt. Ich habe alles weg. Sehr gut. Aber dann könnte man auch jetzt schauen, was kommt noch. So, die ganze Farbe weg ist weg. Okay, aber jetzt. Ja, diese graue Farbe. Vielleicht machen wir eine andere Farbe. Ich werde auch sehen. So, erstmal die ABS-Modul kann man auch vielleicht neu anbauen. Ja, ich habe etwas neu gehabt. Aber diese ABS-Steuergerät habe ich leider nicht. Okay, dann kaufen wir. Aber bei Brems ist etwas zu sehen. Bei Brems, nein. Sie sehen auch, dass bei die Tuning-Teile ist nicht alles verfügbar, oder? Vielleicht arbeiten sie auch wieder dran an Update. Ich weiß auch nicht ganz genau. Aber ich hoffe, weil irgendwie, ja, im Typ gehört auch die Brems. Es gehört trotzdem alles. Wenn die Wagen hat auch sowieso so viel Power, da brauchen sie Brems. Da können sie auch nicht mit normale Brems fahren, oder? Oder machen sie Unfall und ja. Das sind sie selber schuld, aber ich glaube nicht. Hallo, bitte. Wenn jemand mal auch Tuning, dann er weiß auch ganz genau, dass er muss auch. Ah, die Luftfiltergehäuse, das könnte ich auch wegmachen. So, jetzt mal sehen, was Luftfiltergehäuse. Ja, ich könnte mal gucken, ob in Tuningteile haben wir etwas. Mit Luftfiltergehäuse. So, Motor, ja. Dann schreibe ich auch ihre Luft oder LU Abkürzung. Oh, die Abkürzung war schlecht geschrieben von mir. Ja, weil die Abkürzung, das funktioniert, wenn Sie schreiben nur die. Ah, aber ja. Ich weiß auch nicht, was ist das? Ein Luftfilter-Tuning. Ja, okay, gut. Das muss dieses Modell sein. Ich glaube nicht, das war eine andere. So, wir schauen gemeinsam. Jetzt Luftfiltergehäuse. An normale. So, Luftfilter. Nein, dem Luftfilter habe ich schon gekauft. Aber jetzt die Luftfiltergehäuse. Ah, dann das ist die normale. Okay. Weil das war auch nicht gestanden. Luftfilter rot oder. Okay. Jetzt kommt die Luftfiltergehäuse. Ganz neu. Ja, die Reparatur. Lass ich auch gern. Nicht mitmache. Ich habe auch eine auch Geld. Ich könnte mir auch das leisten, eine neue zu kaufen, oder? Da braucht man auch nicht immer die Reparatur. So, da kommt noch ein Klammer. Aber jetzt, ich bin mal gespannt über die ganze Lüftgehose. So.
So, die Klammer, jawohl. Ich habe auch sowieso genug Klammer. Kühler Typ A, ja. Die Kühler Typ A. War etwas mit Tuning über Kühler? Ich weiß es nicht. Ich bin auch gerade am Schauen mit euch über die Tuning-Teile, weil. Nein, Luftfilter, nein, nein, nein. Da war auch gar nichts. Kühler. Kühler, Kühler, ja. Ich habe auch nicht geschrieben, Kühler. K, schreib mal K. Was haben wir mit K? Nee, nee, nee. Nein, 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 das ist nicht zu sehen. Okay. Dann muss ich leider eine neue. Ja, ich kaufe nicht leider, ich kaufe gerne. Weil sowieso, ich habe auch genug Cash. Und da muss man auch diese Cash benutzen, oder? Ich werde auch nicht sagen, oh, ich trenne mich ungern von meinem Geld. Kühler Typ A, okay. Ja, und ich sehe auch schön, das gibt auch viele Teile für die Pagani. Aber irgendwann kommt auch ein Pagani. Lüfter, Saftwerk, okay. Jetzt muss ich das kaufen, weil ich habe sowieso keine. Gut, ich könnte das reparieren, aber ich glaube nicht. Lüftefahrwerk, okay. LU. Ladekühler, nein. Oh. Habe ich das richtig geschrieben? Ich bin auch falsch dabei, glaube ich. Ah. So, Typ B und dann brauchen wir die Ventilator. Aber was für Ventilator brauchen wir? Typ B, groß und kleine dann. Okay. Okay. Das ist auch jetzt gekaufte. Dann AAA. Das kommt jetzt, das ihr, das ihr, das ihr. Ja, okay, anbaue bitte. Okay. Im Defekt jetzt haben wir das. Okay, jetzt könnte ich mal die Startbatterie dran machen. Startbatterie, ich habe sowieso so viele. Hoppla. Und sowieso, es gibt auch keine Starterbatterie in die Tuning-Teile. Okay. Aber jetzt, es fällt noch was. Ja, die Bremskraftverstärker. Ich weiß nicht, ob ich habe noch eine im Lager. Ah, ich habe den auf 100%. Okay. Sehr schön. Jetzt kommt, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, aber jetzt, wir haben alles so gebaut, okay, gut. Ah nein, da kommt noch, normalerweise, da kommt noch eine Motorabdeckung, aber, wie komme ich dran, ist noch die Frage. Weil, wenn Sie haben eine Erinnerung, da war noch eine Motorabdeckung, ne? Aber wo kommt er dran? Weil ich habe den auch abmontiere, okay. Ja, keine Ahnung. Okay, gut. Das muss man erstmal später gucken. So, erstmal Teil reparieren. Hoffen, ich hoffe. Ah, okay, ich repariere alles, was ich kann, sowieso. Oh, kaputt gegangen. Okay, gut. Dann ich werde sagen, ich beende hier diese erste wieder neue Part für euch. Und ich nehme sofort ein neues Teil. Aber ja, wie gesagt, die Stoßstange hinten, ja, irgendwie fällt etwas noch. Aber gut, das werden wir auch sehen.
Sowieso, da fällt noch eine Sitze. Ja. Ich muss auch erstmal gucken, was ist das für eine Sitze? Ah, ich bin schon an die Auto dran, okay. Ah, und das ist der Motor. Der Motor. Der Motor. Ich weiß nicht, ob der guckt bei mir. Ich habe keine Ahnung, aber schöne Grüße zu dir. Das ist ein toller Motz. So, okay, gut. Ich bedanke mich noch für Zuschauen und in die nächste Folge. Ja, das geht mit die Fahrwerkanbau, Reif und bestimmt die Probefahrt. Mal sehen, mal sehen. Aber auf jeden Fall, danke, dass du warst dabei, dass du hast auch vorbeigeschaut. Und wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleib Sie dran. Ich wünsche euch alles gut. Und ciao, mach's gut!